Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ich schau mal eben kurz nach. Ich glaube, wir hatten jetzt keinen Fisch gefangen in der letzten Folge. Ist schon wieder 24 Stunden her, deswegen weiß ich schon wieder alles nicht mehr. Nee, wir hatten keinen Fisch gefangen. Okay, wir haben das nämlich alles. Ach so, hatten wir unten noch was am Köcheln, meine ich doch. Den hatten wir noch drin und wir hatten doch irgendwas, genau, Sichtessenz. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen, wir mussten wie viele? 6 Stück von diesen Warblicktränken machen. Das heißt, wir müssen auch 6 von diesen Essenzen machen, nehme ich mal an. Genau, da braucht man nämlich immer die Essenzen für. Das heißt aber, wir brauchen von dem Calciumpulver auf jeden Fall auch noch 5. Also 5 Calciumpulver muss man noch machen. Warum haben wir jetzt einen zweiten Kessel eigentlich hier stehen, wenn wir sowieso nur eine Sache an diesem Destillator machen können? Ja. Warum sind eigentlich manche, das habe ich mich schon immer gefragt, aber ich habe es nie offen ausgesprochen, warum sind manche mit Favoriten drin und manche nicht? Goldessenz? Oder heißt das nur, dass wir die schon mal gemacht haben? Das kann natürlich auch sein. So, Sichtessenz können wir leider nicht mehr herstellen auf einmal. 4 Stunden. Naja, müssen wir mal gucken. Was habe ich jetzt gesagt? Calcium. Ach so, Moment. Calcium ist hier oben. Calciumpulver brauchen wir 5 Stück für. Oh, dann ist unser ganzer Vorrat schon fast wieder aufgebraucht. Das ist ja. Das ist schlimm. Schlösserknacker hatten wir noch 5, genau. Ach so, wir haben das gar nicht aufgefüllt. Ah, das habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Das hätten wir machen sollen am Abend. Ganz, ganz doof. Okay, dann gießen wir erstmal die Blumen, dass die ein bisschen höher kommen. Stimmt, den Dung haben wir auch noch, ne? Ah, 50 Minuten noch. Das dauert noch einen kleinen Moment. Ich schaue erstmal unten noch mal rein, ob wir hier unten noch was zum Gießen haben. Natürlich haben wir was zum Gießen. So, ich will auch noch ganz viel Wein produzieren, damit wir das alles dem Wesley geben können, ne? Zum Pflücken ist leider nichts, hatten wir ja auch gerade erst. Wäre jetzt auch sehr schnell gewesen. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir die gepflückt. Es wäre auch sehr schnell gewesen, wenn wir dann wieder neu hätten pflücken können. Und da können wir noch mal. Das ist komisch. Auf der rechten Seite macht die das über 2 und hier links macht die das komischerweise nicht über 2. Oder ich hätte tatsächlich weiter von links dran stehen müssen. Ich habe absolut keine Ahnung, ob es da wirklich einen Trick bei gibt und wenn ja, welcher das ist. Also ob es der ist. Das dauert noch 3 Tage. Okay. Das heißt, da kommen wir auch noch nicht weiter. Aber wir sollten ja eigentlich zu der, ich habe den Namen jetzt vergessen, zu dem Kobold hier, zu der Kobolddame. Oh, such a good cat. Jo. Ich mag dieses Geschnurre irgendwie, ich weiß auch nicht. So, sie hatte einen Kaulbarsch und eine Grille in ihrem Rachen. Das hat sie mir alles gegeben. Sehr schön. Oh, das ist noch ein Pilz. Oh, Hallöchen. Mit einer neuen Quest? Nee. Oder kann ich hier schon mal was geben? How illuminating! Thank you, Dara. Ach so. Ich dachte, die muss ich dann am Ende geben. Oh, would you look at this? You're my favorite underground explorer. Müssen mir die jetzt alle 3 einzeln geben? I wonder what it would have been like to have been one of these miners. Ja, anscheinend mussten wir die jetzt alle 3 einzeln geben. Enjoying some relief from the heat, Giver? Why, yes, but it truly seemed to change overnight. It's like someone switched off a light. Truly a curious thing. Okay, hatten wir mit ihr schon drüber gesprochen? So you've got an election on, yeah? Yup, Mayor Otto is running for re-election. Seems like a nice bloke. He did help get the bridge fixed. Well, actually, that, I... Well, I don't have much of a say, I reckon. Kommt mir das nur so vor, oder ist die Qualität von ihrer Sprache sehr viel schlechter geworden? Weil die wirkt so hell und unklar auf einmal. Is it a... It is a recipe. Hanschei können wir jetzt herstellen. Sehr schön. Bringt uns natürlich alles nichts, wenn wir die Sachen alle gar nicht herstellen können, weil uns die Zutaten fehlen. Aber immerhin können wir es schon mal. Das ist ja auch schon mal was. Und noch ein bisschen Geld. Das ist auch gut.
Das war ein Stein. Okay. Noch ein bisschen Geld. Okay, das heißt, da bekommen wir jetzt nichts mehr. Tannenzapfen. Ja, cool. Also es ist wirklich so, wie ich es, ich glaube, in der letzten Folge mal vermutet habe, dass sich die Sachen, die man findet, tatsächlich mit der Jahreszeit ändern. Was natürlich doof ist auch, weil wir ja spezielle Sachen für unsere Tränke auch brauchen. Und wenn wir die natürlich in erster Linie nur in der Jahreszeit bekommen, ist das natürlich richtig, richtig blöd. Oh Gott. Das eine Huhn ist, glaube ich, gar kein Huhn. Das war ein Hund. Das eine Huhn hat rumgebellt. So. Ich weiß auch schon gar nicht mal, was ich sagen soll, während ich jetzt hier die Hühner am Füttern bin. Weil es ist ja immer das Gleiche. Man guckt immer in diese schälen Augen rein. Die Hühner verfolgen einen immer. Man weiß nie, welches Huhn man jetzt gerade schon gemacht hat oder nicht, weil sie alle durcheinander laufen. Und man denkt, dass das Ausrufezeichen über dem linken Huhn ist. Dabei ist das über dem rechten Huhn, was gerade in das linke Huhn reingelaufen ist und solche Späße. Also das habe ich irgendwie... Moment, das ist das Küken, glaube ich, ne? Ja, das habe ich jetzt mal richtig gesehen. Pika, genau, so haben wir den genannt. Wir haben ja auch eins Schnabelmann, glaube ich, genannt, obwohl das ja alles Weibchen sind. Komme ich immer noch nicht drüber hinweg, dass sie dann überhaupt sowas anbieten. Also vom Namen her. Moment, nein, ich will das andere. Aber da war da noch ein Huhn eben mit einem Ausrufezeichen. Oder meine ich das jetzt nur? Eins, zwei, drei, vier. Unten ist noch ein fünftes. Oder ist eins gerade reingegangen? Also jetzt ist eins rein oder rausgegangen. Aber, ah ja, das Weiße. Ja, 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 das hat sich wieder versteckt. Sag mal, Kikerifi. Kann sich doch nicht einfach hier verstecken, während ich ja am Gucken bin, ob wir jetzt alle gemacht haben oder nicht. Muss schon hier draußen bleiben, ne? So, und wir haben sogar ein Schaf, was Wolle drauf hat. Sehr schön. Wir haben, wie gesagt, auch schon lange keinen Stoff mehr gemacht. Habe ich das eine Schaf jetzt gerade ausgelacht? Das hörte sich so komisch an. Das sieht aus, als ob die braunen Schafe Zwillinge sind und das schwarze ganz klein ist und nachgekommen ist irgendwie. Nee, jetzt hast du wieder die Kuh erwischt. Du solltest aber das nehmen, was anvisiert war. Nämlich das kleine. So. Das darf ja nicht übersehen werden. Das ist leider in den Tierparks ist das öfter mal so. Also zumindest, wenn die Menschen, ja gut, die anderen sind auch Menschen, wenn die Besucher die Tiere füttern, dann ist es sehr oft so, die Zwillinge sind wieder da, dann ist es sehr oft so, dass sie die kleinen Tiere übersehen. Das ist mir schon aufgefallen, weil die großen drängen sich dann immer, ich sage jetzt mal bei den Rehen zum Beispiel, die großen Tiere, die drängen sich dann immer total ja, ins Rampenlicht und wollen gefüttert werden und teilweise beißen die einen da fast den Arm ab. Ja gut, beißen jetzt nicht, ne? Aber die schnappen da teilweise nach oder machen dann so ganz so ihre Lippen so durch das Gitter durch und so nach dem Motto, gib mir auch was zu fressen. Und die anderen, die kleinen Tiere, die machen das nicht. Manche, das ist mir auch aufgefallen. Ich finde das immer noch geil, wenn das geschoren wird. Bei manchen ist es mir auch aufgefallen, dass die Weibchen dann so ein bisschen am Rand stehen, weil die Männchen, das passiert sehr häufig leider, hatten wir jetzt hier alle, weil die Männchen dann mit ihren Hörnern immer so, oder mit dem Geweih, sag ich mal, immer so gegen ja, das Gitter hauen, beziehungsweise da so gegenrammen. Und dann bekommen die auch immer was ab und die Weibchen bekommen halt eben nichts ab und das... Sind wir ganz ehrlich, ist ein asoziales Verhalten. Ich achte immer darauf, dass die Kleinen, die Armen und die Schwachen sozusagen, dass die dann immer was zu futtern kriegen. Die anderen, die sind mir dann egal, weil da weiß ich ganz genau, die werden eh gefüttert. Oder wenn ich halt sehr viel habe, dann füttere ich die auch noch ein bisschen mit. Aber ich bin ja jetzt auch schon lange nicht mehr im Tiergarten gewesen, weil ich finde es halt nicht gut. Ich kann verstehen, ey, kein einziges Unkraut wollt ihr mich heute? Ich kann verstehen, dass es Tiere gibt, die... ja, gerettet und gezüchtet werden müssen, damit halt die Artenvielfalt immer noch so ein bisschen erhalten bleibt. Aber wenn es dann wirklich so ein Tiergarten ist, so nach dem Motto zur Belustigung unserer Zuschauer, weiß ich nicht, setzen wir da ein paar Esel rein oder... nein, er ist gar nicht da. Willst du mich veräppeln? Aber sie ist da, sehr schön.
You came! Ha! Ready to make your first whirly gig? Zephyr, you can't just pop up in my form like that. Now Thomas thinks I talked to my watering can. Oh, Thomas. He really needs more help around his farm. I wish I could talk to him sometime, but, well, rules are rules. Anyway, a whirligig is an enchanted machine that'll take care of farm chores for you. You can build one for watering your plants, chopping down trees, or harvesting crops. They'll save you lots of time. We'll need some metals to build your first one. Bring them to me, and I'll get to work on it right away. Wir brauchen noch etwas mehr Silber. Links ist Eisen, ne? Eisen dürften wir normalerweise auch noch haben. Kupfer haben wir auf jeden Fall genug im Moment. Ich komme da immer noch nicht drüber hinweg, wenn man so nach oben guckt. Das sieht aus, als ob das Wasser gleich hier in die Hütte reinläuft. Ich weiß nicht, warum. Gut, man ist wahrscheinlich so dieser Blick zum Reinschauen. Okay, dann können wir aber auf jeden Fall die Sachen, denke ich mir mal, heute noch abschließen. Da müssten wir allerdings nochmal rüber. Und müssten... Ach, aber das geht nur, wenn die Schmiedin auch da ist. Ist sie montags da? I hear there is a wedding in your village. I suppose it's easy for humans to commit your lives to each other when your lives are so mercifully short. Do the Fae ever marry? To imagine you might truly want to spend eternity with someone. And to marry a mortal is just setting oneself up for heartbreak. Naja, nicht wirklich. Das Einzige, was einem das Herz brechen könnte, ist, wenn derjenige halt eben stirbt. Das kann ich dann nachvollziehen, aber... My mole in the mine has been telling me great things about you. You have someone spying on me? Who? Zephyr? No! He's an actual mole! He didn't like the last mining operation, you see? They were always setting off explosives and disrupting his habitat. But well, they're gone now. And my mole tells me you're much nicer. Aber woher will der Maulwurf das wissen? Immerhin hat er mich zwar vielleicht gesehen, aber noch nicht mit mir gesprochen oder so. Das wäre aber mal geil, wenn da jetzt wirklich so ein sprechender Maulwurf in der Mine rauskommen würde. Ja genau, wir müssen jetzt erstmal zur Schmiedin, bevor ich das vergesse. Ich bin immer noch sehr, sehr sauer darüber, dass wir kein Unkraut mehr bekommen. Ja, die hat geöffnet. Sehr schön. Was macht der denn schon wieder hier? Ich weiß gerade gar nicht, was wir jetzt eigentlich brauchten. Moment. Eisenbarren, glaube ich, brauchten wir 3. Ich bin mir nicht sicher. Oder 3 Silberbarren. Ich habe keine Ahnung. 15. Okay, dann hätten wir 2 gebraucht. 1 Silberbarren fehlt jetzt noch. Ja gut, okay, dann war es genau andersrum. Okay, dann machen wir den Silberbarren noch. Ach nee, jetzt habe ich 2. Ach, ich bin auch so doof. Oh. Habe ich dann alles? Ja, ne? Okay, dann gehen wir wieder zurück. Machen wir den Rest mit den Quatschen und den ganzen Kram. Machen wir dann später. Bei 4 Stunden. 1, 2, 3, 4. Wann war ich unten und habe das gemacht? Ist der... Der ist schon fertig. Sehr geil. Okay, dann mache ich nämlich direkt nochmal eine neue Essenz rein. Dann könnte ich natürlich... Wie lange braucht denn der Trank? Auch 4 Stunden knapp. Ja, dann könnte ich natürlich hier direkt mal den zweiten Hellsichttrank reinschmeißen. Das ist super. Machen wir doch. Okay. Gehen wir erstmal wieder zurück. Und dann... Meine Liebe, ich habe alle Materialien da, die du brauchst. Ich bin schon ganz aufgeregt. Do you have the items we need to make your first whirly gig? Yes, here they are. Great! Come back tomorrow and I'll have it ready. Natürlich können wir das jetzt nicht heute machen. Fall is harvest time, right? Oh, I wonder how Thomas is getting on. It takes a lot of machinery in good condition to pull off a harvest. I better have a look-see in his shed while he's sleeping. Ja, der schläft zwar schon lange nicht mehr, weil der ist ja immer um 7 oder was, glaube ich, steht er auf. 7:30 die Ecke. Und ist ja immer schon den Garten am Bewässern.
Aber es wäre auf jeden Fall nett, wenn die da mal nachgucken würde. Oh, das mit dem Unkraut geht mir immer noch so an die Nerven, ehrlich. Hast du eine neue Quest für mich, Thomas? Nein, hast du nicht. Sonst hättest du schon links ein Ausrufezeichen obendrauf. Na gut, dann gucken wir jetzt nochmal ganz schnell, ob wir hier noch irgendetwas finden. Da können wir ja nichts machen. Ja, eine Perle. Sehr schön. Für irgendwas haben wir die Perle ja noch gebraucht zuletzt. Da hatten wir doch mal irgendwie... Ich glaube, während der Quest oder so mussten wir einen Zauberspruch machen. Irgendwas. Da haben wir die auf jeden Fall für gebraucht. Da habe ich noch gedacht, wenn das so teuer ist, dann... nee, dann gehe ich da nicht mehr hin. Hier steht mal ausnahmsweise keiner. Shelby, du bist auch noch nicht 100%. Angus and Francis are so cute together, right? Makes you feel wistful, doesn't it? Because you were engaged. Oh, wow. So you just went and asked me that straight out with no warning, huh? And yes, it does make me feel wistful, like you said. That ache you feel when you lose out on love lets you know you're still human. I should know. Don't fret about it. You'll wed soon enough, if that's what you want. Nee, eigentlich genau das Gegenteil. Wenn man es nicht drauf anliegt, dann passiert meistens sowas. Er ist doch da. Dann stocken wir doch auch noch mal kurz unsere Vorräte ein wenig auf. Ich weiß, viel ist es nicht. Aber da wir jetzt so viel wieder gefüttert haben, so. Das war's. Herzchen ist schon voll bei dir. Ach so, das waren die... Ja, okay. Ich bin immer noch nicht sicher. Ich meine, er ist halt neu dazugekommen. Ich will ihm nichts unterstellen. Er wirkt so eigentlich ja nett. Der Bürgermeister hat auf mich noch nie so was richtig Nettes gehabt. Hallo, Wesley. Wie geht's dir? You'll be careful in the Gloaming, right, Terra? Places like the Gloaming appear in folklore from all over the world. They are full of wonder, but also danger. Mhm. Woher weißt du eigentlich davon, dass ich in der Dämmerung gewesen bin? Neue Bekanntschaft. Oh, wir haben hier mal was wieder besser machen können. Lauf doch mal da rein. Hallo. I like the direction Francis and Angus are going for their wedding. No religious ceremony, no hosting family from out of town, no twee flower arrangements wrapped in twine or whatever. Just the important stuff. Nur das Essentielle. Ja, das hat sie eigentlich ganz schön gesagt. Komm mal ran hier. Ich glaube, wie kaufen I told Francis that he and Angus should just elope, like Parker and me. Wait, you eloped? My mom insisted we get married here, but Parker's mom wanted us to get married in the city. A courthouse wedding meant both mothers were equally furious, at least for a little bit. Ja, wenigstens hat man dann keine Bevorzug, ne? Mehl. Ja, kaufen wir nochmal 4 dazu. Im Moment geht es irgendwie nur runter, weil ich halt tatsächlich nur in der Mine in erster Linie arbeite. Aber ich möchte endlich die letzte Stufe frei haben. Wir sind auch schon auf Max. Das heißt, ich kaufe uns nochmal 2 Würmchen dazu, damit wir wieder alles so auf Maximum haben. Ui, wer sitzt denn hier alles drin? Moment. Kai, komm mal her. So, Francis and Angus are getting hitched, huh? That must be why he asked me about sourcing currants and almond essence for fruitcake when it's not even winter yet. Why would he want to make fruitcake for a wedding? Bruh, I don't know. It's a thing in Scotland, I guess. A gross thing, if you ask me. Ja, es hat Früchtebrot, ne? Okay, der wird wahrscheinlich was länger bleiben. Dann, ach so, sie hat mal schon, genau. Giv is not interested in joining the league, but no matter. I still enjoy hearing about her work. Oh, has she told you anything interesting lately? Well, it's all interesting, if you care about science and progress. Ja, nicht nur dann. Hallo, kannst du ihn mal ansteuern? I've started ordering triple espressos from Sophia's just to keep myself awake. My pa used to keep a list of all the people who've passed out here. I am not going to tell him he has to add my name. Hm.
Dann sollte er vielleicht weniger arbeiten. Aber er macht ja im Moment... Ach nee, er macht keine Pausen mehr. Wir haben jetzt Herbst. Das heißt, er dürfte jetzt auch wieder genug Wasser bzw. Getränke haben. I wish Angus and Francis were having one of those fancy ceremonies where everyone dresses to the nines. But not every wedding can be like mine. Oh Gott, woher wusste ich nur, dass das jetzt kommt? Haben wir noch irgendwas drin, was wir verkaufen? Wir haben noch Fischstäbchen. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, wenn ich jetzt ehrlich bin, aber haben wir noch. Damit sind wir dann wieder über die 5000. Sehr schön. Ist jetzt nicht viel, aber es ist zumindest ein guter Grundstock. I'm thrilled for Angus and Francis, but a bit nervous for the wedding itself. I met my ex at a wedding, so weddings always make me think of her. Oh Gott, okay. Dass die immer alle an ihren Exen so hängen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Achso, ja, er ist ja jetzt essen, er ist jetzt gar nicht da. Ich meine, warum hat man mit jemandem Schluss gemacht? Dadurch ist es ja dann der Ex geworden. Also, ich verstehe nicht, warum man dann da noch dran hängen kann. Also, keine Ahnung. Zu dir muss ich noch. Oh, eine Perle, das sieht nicht gut aus. Das wird wieder teuer für mich. Hi, Francis. Ooh, what you working on? Can you keep a secret? I'm making Angus a pair of pearl cufflinks for our wedding. Only problem is my pearl source is on vacation, and I've only found one on the beach so far. If you could help me find another one, I would be so grateful. Der braucht nur zwei Stück? Of course I'll try to help. I'll keep my eye out. Thanks. I really want to make him something special. Aber ich wollte doch selber die Perle benutzen. Na gut, im Namen der Liebe, hier bitte. Any luck finding a pearl yet? Here you go. Wow, what a beauty. Thanks so much. This is a perfect match for my other one. Oh, I hope he likes them. Naja, immerhin haben wir noch 115 bekommen, aber ich wollte die trotzdem selber benutzen. I finally convinced Angus to have our ceremony in the woods. The Consciousness Center is a non-starter. And Town Hall would just feel too shotgun wedding for me. After everything we've been through together, we deserve to have a real big day. Hallo, ich habe damals auch nur im Rathaus geheiratet. Gut, es war auch sowas ähnliches. Also es war keine Blitzhochzeit, aber es war auf jeden Fall... nee, Moment, wir waren schon voll, ne? Dann brauche ich gar nicht mal mit dir reden. So, mit dir. I'm glad Francis and Angus decided to have their ceremony in the woods. Francis's floral vision would have been a lot for one florist to supply for the Consciousness Center or Town Hall, but now nature will provide some of the decor. Und die ist wesentlich schöner, weil sie nicht so gestellt ist. Wie neue Bekanntschaft. Hallo, das ist meine beste Freundin. Ach so, nee, die haben wir schon alle. Die größeren müssten wir noch machen, ne? Violet will not shut up about the flowers for Angus and Francis' wedding. But like, aren't they having the wedding outside? Why do they need more flowers? Brauchen sie ja nicht, hat sie gerade gesagt. Fall would be my favorite season, if it weren't for school. Ja, kenne ich. Kann ich auch absolut verstehen. Oh, thank goodness the drought unpleasantness is over. Now Damon doesn't have to worry about closing. I didn't realize you were so concerned about Damon's bar. Yes, well, my husband and I have different views on it. A truly charming community needs at least one local watering hole, no? And there's no better place for people watching. My favorite sport. Okay. Der Typ mit dem Werkzeugschuppen, der ist da. Du bist doch eben noch nach oben gegangen. Was machst du denn jetzt bei ihm? Marty asked me if I would build him a platform so he could give speeches in Town Square. But I know what would happen. Otto would want equal time. They'd be shouting back and forth every day right in front of my wife's store. And no matter who won, you know who would lose? This guy. Ja, oder seine Frau, ne? Man weiß es ja nicht. Okay, dann schauen wir mal eben. Haben wir hier noch irgendetwas, was wir einsammeln können? Fliegenpilz, das ist doch schon mal was Schönes. Da oben lag auch gerade was. Naja, gut. Die, die auf dem Boden liegen, die nehme ich mit. Ihr wisst ja, sonst lasse ich die Bäume erstmal im Moment in Frieden. Auch die Fische leider. Weil ich ja jetzt wirklich alles aufspare für die Mine. Ich muss da endlich mal weiterkommen.
Ich muss mir aber eigentlich vorher am besten auch noch ein paar Tränke machen. Hier kann ich so nichts sehen. Mit Shelby hatten wir auch schon gesprochen. Wo wir gerade hier sind, könnten wir auch noch mal kurz reingehen und den auffüllen. Weil das können wir ja tagsüber machen. Das hat man, glaube ich, schon mal ausprobiert, ne? Ja, genau. Was haben wir denn hier wieder Schönes bekommen? 28. Oder... Das müsste ich mal ausprobieren. Moment. Wenn ich jetzt das reinmache, da muss ich ganz viele davon spenden. Wenn ich das jetzt aber nachts reinmache, also ab 19 Uhr, dann müsste ich da normalerweise doch nur 2 bis 3 von spenden, oder? Das müssen wir mal ausprobieren. Also egal, welche Blume ich jetzt nehme, die hat jetzt alles nur ganz, ganz wenig. Auch die Mohnblume. Ich dachte ja zuletzt, dass das damit zusammenhängt, weil die Ausdauer sich so stark erhöht hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass das damit zusammenhängt, weil das jetzt, weil wir jetzt tagsüber haben. Und wie jeder gute Zaubertrank, sage ich mal, nimmt er natürlich seine Macht aus dem Mond, beziehungsweise aus dem Mondstrahlen, wenn man so will. Und ich denke, dass das dadurch dann nochmal vergrößert wird. Deswegen, ich werde jetzt erstmal in die Mine gehen. Werd euch da nochmal kurz dazu schalten, sollte irgendetwas sein, also dass wir einen Schlüssel finden oder so. Wobei, naja, ob wir wirklich einen finden, ich weiß es nicht. Die hätte ich jetzt beide in Gebrauch, ne? Ja. Ist noch 1 Stunde. Die sind noch 5 Stunden. Und das ist noch... Auch noch 1 Stunde. Naja, gut. Ich kann hier sowieso nichts großartig machen. Ich gucke nochmal, ob ich vielleicht nochmal so einen Tee machen kann. Sind das Getränke generell? Ja, da ist auch der Tee bei. Aber ich glaube, ja doch eine... Ach, dafür brauchte ich die Distel. Ja, genau. Dafür brauche ich die Bananen. Bananen habe ich jetzt nicht mehr so viele. Ich mache mal 2. Oh, Hawaii, da brauchen wir zig Sachen für. Ach so, Limonade. Kann ich nochmal Limonade herstellen? Oh ja, perfekt. Dann machen wir meine gerade Zahl. Machen wir 6 noch. So, dann habe ich nämlich wieder ein bisschen was, was ich benutzen kann, wenn ich in die Mine gehe. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich aus der Mine raus bin. Und ja, wenn irgendwas Interessantes sein sollte, werde ich euch natürlich dann nochmal hinzuschalten, nachts, wenn ich da mit den Magiern spreche. Hexen, wie auch immer. Bis gleich. Hey, this looks like a key to the next level. Yes, endlich. Nein, das ist der falsche. Ich wollte gerade sagen, den einen können wir auch noch machen, aber das ist nicht der richtige. Dann machen wir den halt auch nochmal schnell mit. So, und den letzten. Das ist nämlich tatsächlich der letzte gewesen von den normalen, die ich jetzt hier noch machen konnte. Ja, und so sieht dann die nächste Ebene aus. Die haben aber wirklich richtig gewütet, so wie es hier aussieht. Überall stehen irgendwelche kaputten Sachen rum. Ah, perfekt. Hier ist noch eine Truhe. What's inside? I cannot see. I'll open you up and set you free. Okay, perfekt. Da hinten habe ich jetzt gerade noch... Nein. Och, warum macht die das immer, Mensch? Du stehst mitten vor einem Pilz. Du bist den Pilz am Anvisieren. Oder du guckst zumindest in seine Richtung. Warum drehst du dich dann um und machst was komplett anderes? Da ist noch was. What's inside? I cannot see. I'll open you up and set you free. Meine Herren, es ist meine leidliche Pflicht zu berichten, dass die Beschädigungen an unserem Drehbohrgerät, unsere Zugleine und unsere Hydraulikschaufel vorsätzlich herbeigeführt wurden. Ob es sich um einen verärgerten Mitarbeiter oder sogar Sabotage eines konkurrierenden Minenkonzerns handelt, kann ich nicht sagen. Doch der Täter wird leicht zu finden sein. Er hat rote Haarsträhnen zurückgelassen. Wir werden die Sache sehr bald aufklären. Mit freundlichen Grüßen, John Alden. Okay, also eins haben wir auf jeden Fall noch. Das Problem ist, wir müssen jetzt definitiv noch eine Etage weiterkommen, damit wir dann
entsprechend ihr den Rest geben können. Ich habe jetzt allerdings nicht mehr so viel Energie drin. Ich werde jetzt die restliche Energie noch ein bisschen verbrauchen. Schön ist, dass wir nebenbei zumindest mal das ein oder andere Stück Gold gefunden haben. Nicht viel, aber wir haben zumindest ein paar gefunden. Und wo ich gerade davon rede, habe ich natürlich bei zwei Versuchen direkt zwei Goldringe gehabt. Das war eben natürlich nicht so. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall gleich erstmal, wenn es dunkel ist. The Farseer's advice may seem unclear, but if you really listen, everything he says makes sense in the end. So, und jetzt testen wir das nochmal eben. Hiervon habe ich das meiste. Nee, also es ist immer noch ganz, ganz klein. Ich weiß nicht, woran es wirklich liegt, weil die Blumen, die haben halt immer sehr viel gebracht vorher. Ich probiere es jetzt auch nochmal mit dem Hexenkraut. Das bringt aber genauso wenig. Ja. Also es lag nicht daran, ob wir es tagsüber gemacht haben oder ob wir es nachts gemacht haben. Es ist einfach nur, ja, wahrscheinlich, dass wir jetzt eine viel, viel höhere Schwierigkeit haben. Oder halt wirklich durch den Zauber, dass das nicht vergrößert wurde so richtig oben, weil ich glaube, viel größer ist es nicht geworden, sondern dass einfach nur die Fläche größer geworden, nicht die Fläche, die, das, was in der Fläche quasi drin ist, dass das größer geworden ist, also mehr geworden ist. When I was younger, my mom used to take Sebastian and me out to Shelby's campfire. He'd tell us stories and he'd give us the best stew. When I was initiated, I realized what mom had been doing. She was showing us that we didn't have to be afraid of Shelby. And now? I trust him more than, like, anyone. Ja, danke. Mir darfst du auch vertrauen. Shelby. Does anyone else in your family have farsight? More or less. I was born with a particular knack for it. Between the bar and our coven, I'm always at home in Fairhaven. Sie hat leider noch nichts, weil wir die noch nicht voll haben. As we all find our way, I find it ever more important to take a moment to breathe and show gratitude when you can. Ja, das heißt auf jeden Fall unsere nächste Aufgabe. Also morgen müssen wir ja nochmal zu, ich vergesse den Namen immer, Zephira oder sowas, also zu der Kobolddame. Wenn sie dann mit diesen komischen Dingen fertig ist, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Irgendwas so ähnlich wie Propeller. Und zwei bin ich gerade am Brauen. Das heißt, ich hätte drei fertig. Mit ein bisschen Glück den Tag danach, vielleicht auch den Tag danach, können wir dann auch endlich mit diesen Distelzeugs wieder zum Zirkel zurück. Und dann können wir die Aufgabe auch abschließen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hole mir jetzt noch mal eben schnell die Sachen aus dem Kessel raus. Ach nee, ich dachte, wir hätten schon drei. Oh, ja, dann wahrscheinlich doch eher den Tag da drauf. So. Dann machen wir hier jetzt direkt nochmal eins rein. Und ich weiß nicht, wie lange braucht der? 8 Stunden. Ja, das ist doch perfekt. Dann nehme ich den auch nochmal rein, dass der dann fertig ist, wenn ich ausgeschlafen habe. Und ja, dann sage ich mal gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Ciao. I'm sleepy. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.